Und ein herzliches Willkommen bei der nächsten Folge von Stardew Valley. Ich habe euch lieb, ihr habt hoffentlich mich lieb, weil ich bin süßer. bisschen selbstverliebt, ne? Gut, machen wir weiter und ihr habt das nicht gehört. Katzi ist glücklich. Der Mais passt. oh, bisschen Jade. Oh, heute ist Sonntag. Wir könnten mit der Jade ein bisschen... Wie viel Jade habe ich denn insgesamt? 17. Wollen wir Höhlenmission machen? Weil 17 Stufen, das ist schon viel. Und wenn ich Glück habe... Ich habe jetzt halt kein Glücksessen mehr. Ja, ich würde schon in Höhle gehen. Futter, Gras, Hunger, Tiere? Was? Habe nichts Gras, Tiere? Weil Gras nichts gut? Doch, haben Gras. Aber ja, ich verstehe. Ich besorge gute Gras für die VIPs. Tiere, weil rauchen. Ja, gut. Gute Idee, guter Plan. Oh. Gus, ich habe genau das Richtige für dich. Ich bin ganz Ohr. Es handelt sich um ein Paket aus lokalem biologischem Ergebnis. Was ergibt Muse? Erdgemüse, ach so. Diese werden von Hand gepflückt und sortiert, um nur das Allerbeste in Qualität und Geschmack zu gewährleisten. Also er redet von meinem Gemüse, oder? Das ist ein einmaliges Angebot. Einmalig. Das klingt ziemlich gut. Ich könnte etwas Qualitätsgemüse für die Kneipe gebrauchen. Wie viel kostet mich das? Nur Nuschel? Was? Wie war das? Nur einen Moment. Dachte ich. Ich hatte 25 Wow gehört. 25.000? Hey, das ist richtig. Das ist wirklich ein Schnäppchen, nicht wahr? Pierre, bist du verrückt? Das kann ich mir auf keinen Fall leisten. Ich müsste die Kneipe verkaufen. Ich hörte zufällig den Preis. Das ist unerhört. Du solltest dich schämen. Ja. Warte, wie wär's es denn mit 10.000? Kein Fall. Bei mir kommt... Wollt ihr es gratis haben? Für die Hälfte des Preises? Es ist ein... Katastrophe, Lukas. Ja, wenn du so viel verlangst. Ich dachte, die sei eine todsichere Geschäftsstrategie. Einfach so viel verlangen, dass jemand sein Haus verkaufen muss, um sich Gemüse leisten zu können? Ja, glaube ich nicht. Jeder. Da sagt jeder, Jojo wäre gierig, ja. Aber es stellt sich ja heraus, dass niemand bereit ist,
Gemüse zu einem 10-fachen Preisaufschlag zu kaufen, selbst wenn ich den kleinen Bio-Aufkleber draufklebe. Okay, er ist ja fies drauf. Mal gewinnt, mal verliert man. Nee, das sollte weniger gierig sein. Du solltest weniger gierig sein, ja. Ich bin beleidigt, dass sie meine Gemüse nicht wollen. Ja, irgendwie fühle ich das. Ja, ich habe ja beste Qualität. Aber wenn er von meinem Gemüse schon so 10-mal höher preisig ansetzt, ist schon frech. Du solltest weniger gierig sein, ja. Hey, ich zwinge niemanden, es zu kaufen. Ja, dann kauft sie halt bei mir und da kriegen sie es billiger. Und das ist die gleiche Qualität. Wenn Ihnen der Preis nicht gefällt, können Sie ja auch gehen. Ja, okay. Ciao. Aber ich denke, du hast recht. Wenn ich alle meine Kunden verärgere, dann habe ich bald gar keine Kunden mehr. Ach was? Nee, verärgerte Kunden kommen immer wieder. Übrigens, Lukas, du siehst aus, als könntest du heute Abend wirklich ein vegetarisches Abendessen gebrauchen. Was meinst du, möchtest du diese für den niedrigeren Preis von 2,5 zurückkaufen? Hä? Ich verkaufe ihn was und er will es mir wieder zurückverkaufen? Hä? Okay, er ist ja wild drauf. Aber ich wollte ein bisschen was kaufen hier. Wie viel Zeit habe ich denn noch? 9 Tage, das ist mir zu viel. Obwohl, es lohnt sich auch. Gehen sich 9 Tage noch aus? Was wächst denn schnell? 6 Tage? 5 Tage? Peperoni noch? So ein paar Peperoni? Könnte ich mir vorstellen. Vor allem für den Bürgermeister. 6 Tage gönne ich mir auch ein bisschen. Ich kaufe von allem ein bisschen was für die Kiste. Falls ich mal irgendwas brauche. Weiß man ja nie. So, ich wollte eigentlich Gras kaufen, ne? Ah, Rezept gönne ich mir auch gerade. Hast du irgendwie coole Deko? Das hätte ich gern. Boden. Tapete? Okay. Ab nach Hause. Bisschen Gras für die Tierchen. Oh, es läuft alles gut. Läuft. So, hier. Was wollte ich jetzt? Peperoni, oder? Ja. So. So. Und jetzt hier noch schnell.
gießen. Okay. Das geht sich easy aus. So. Hier, Fisch rein. Dann kommt hier noch das ganze Zeug rein. Hat gar nicht Platz, ne? Das kommt raus, das. Das habe ich eigentlich zum Sparen da reingetan. So. Brauche ich alles nicht. Gut. Kurz zu den VIPs. Mal kurz gucken. Ja, wartet kurz. Hier am Strand so ein bisschen entlang. So. Hier hinten so dichter Wald. An Heu. Gras. Hier ein bisschen. So. Reicht, glaube ich, ne? So ein bisschen. Ja. Ein paar einzelne Felder. Jetzt kurz da rein. Ich kann hier Gras pflanzen. Cool. Das geht nicht? Ach nö. Schade. Kann hier nichts pflanzen. Das ist ja blöd. Nur mit bis nur mit Bestellboden? Okay. Da habe ich noch. Also, auch Eier. Ja. Fertig. Gebe ich zurück. Okay. Schade. Mache ich das bei mir zu Hause? Kurz mal gucken. Wie sieht denn das überhaupt aus? So, Pflanze? Ja, sieht ein bisschen anders aus. Hat was. Gut. Das wollte ich aber eigentlich gar nicht. Den Fisch packe ich da mal rein. Gut. Dann hier gekochter Fisch. Das brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Ja. Wo habe ich denn die Böden? Oh, ein Steinboden, der ist nicht luxuriös. Der passt da halt nicht rein. Brauche ich hier irgendwas Besonderes? Muss ich schauen, wie ich das mache. Was jetzt da?
bringen Levis eine Flasche Trüffelöl. Ja, Digga. Ist hier irgendwo ein Trüffel? Schweinchen, hast du hier irgendwo einen Trüffel gefunden? Leider nicht. Leider nicht. Das andere Zeug könnte ich auch verkaufen. Das ist unnötig. Was? Und ich muss noch in die Wüste. Oh, Pam. Oh, nein. Nein. Pam, fahr nicht ohne mich. Ja, nein. Genau jetzt geht sie. Altöl. Ja, ihr könnt die vom Bus so ein bisschen abzapfen, ne? Wird ja für den Bürgermeister reichen. Gut. Das geht jetzt auch nicht mehr. Was könnte ich denn jetzt noch machen? Ich gehe zum Mädchen. Oder ich schaue wegen dem Apfel. Genau. Etwas, was ich vergessen habe, was ich hier drin habe. Das hier. Das brauche ich unbedingt. Und was wollte ich abgeben? Das. Hier. Okay, habe ich wieder Pilze? Nein. Leider nicht. Ich muss hier unbedingt wieder ein bisschen roden. Hier sind viel zu viele. Oh, für Gas. Eine Orange. Okay. Was soll ich unten? Unten kann ich nichts. Sonntag. Oder ich... Habe ich einen Teleporter zu... Habe ich denn die? Das ist doch gelb, oder? Ich habe den hier. Bringt dich direkt in die Berge. Nee, in die Berge will ich nicht. Schade. Aber das brauche ich. Okay. Nehme ich auch. Geld, Geld, Geld. Regiert die Welt. So. Hier habe ich auch noch. Aber ich... Ist das klug, was ich mache? Ich wechsle das mal so. Okay, ab ins Dorf. Es ist nicht klug, was ich mache, aber es ist normal. Dann würde ich kurz noch in die Abenteurergilde mal nachgucken, wie weit ich bin. Hi, Schleimi. Na? Kriegst bald einen Bruder. Die Frage ist halt, ab wann die kritische Masse erreicht ist, wo sie sich dann von selbst fortpflanzen. So. Oder kriege ich jetzt meinen Helm? Ich habe schon ein paar Schleimis heute getötet. Einen legendären Ritterhelm. Da will ich mir auch noch einen kaufen. Ne? Ich habe mir sogar überlegt, so eine komplette Rüstung zu kaufen. Oh, und die dann da hinten irgendwo hinzustellen. Mit so einer Puppe.
So Schaufenster, Balkon wieder, wenn du... Ja, natürlich habe ich nichts. Was fehlt mir denn noch? Schleim, oh, da fehlt mir noch sehr viel. Schattengeister? Hm. Fledermäuse? Sieht auch gut aus. Skelette? Naja. Was? Staubgeister 500. Okay, krass. Ist hier irgendwas neu? Hm. Egal. Ich habe ja Dynamit dabei. Und hier ist ein bisschen was los, ne? Auch ein bisschen Stein. Mit Kohle und Eisen kann ich ja wieder Bomben bauen. Hier noch irgendwo. Das ist irgendwie satisfying. So, jetzt fallen die Bäume um. So, wie viele habe ich denn noch? Vier. Oh. Sparsam sollte ich schon sein. Hat sich aber gelohnt. Okay. Ist hier noch was? Hier ist noch Stuff. Prismascherbe. Ich hab sie. Ich hab das legendäre Schwert. Ab ins Bett. Ey. Sofort, morgen. Was? Wo hab ich's denn? Da war einfach eine Prismascherbe. Ich kann's kaum glauben. Also jetzt hat es sich extrem gelohnt, da oben mir alles abzuroden. Das, und seit wann droppten da ein Prismascherber? Wild. Einfach nur wild. Morgen gibt es auch richtig Geld. Oh. Bestes Schwert. Ich komme. So, ja, was verkaufe ich jetzt? Das hier? Ja, die Fische, die kommen jetzt weg. Das auch. Das auch. Das behalte ich. Das kann auch weg. Das auch. Hm. Gekochter Fisch. Prismascherbe verkauft. Nein! Okay. Katzi. Nein. Okay. Ja, wieder richtig Geld. Gefällt mir. 22. Ich hoffe, heute ist nicht so viel Arbeit. Ich will gleich in die Wüste. Legendäres Schwert. Ich komme.
Hallo Lukas, ich schätze, die Leute waren nicht so begeistert von Pierres Produkten, wie ich gehofft habe. Wie auch immer, hier ist meine alte Mini-Versandbehälter. Das nächste Mal, wenn du einige Produkte in die Hände bekommst, die der Luxusmarkt Pierre Prime Was ist das jetzt? Würdig sind, könntest du sie mir vielleicht in meine Richtung schicken lassen? Pierre, er bekommt ja die Sachen von mir, oder? Oder sind das jetzt die? Heißt das, ich krieg da mehr Geld? Wenn ich da krassen Stuff reinpacke? Also violettes Zeug und so? Okay, die Pilze sind fertig. Schön. Ha. Wahrscheinlich kriege ich da mehr Geld. Aber wie das dann aussieht? Wie sieht's hier aus? Hallo, guten Morgen. Ciao. Hier abgegeben. Schleim habe ich auch wieder genug für ein Ei. Das ist halt die Frage, was für Pilze brauche ich denn bei den. Ist das beliebig? Sehe ich ja gleich. So. Iridium, Kohle ist sehr gut. Gold. Jade. Das habe ich komplett vergessen. Ne? Typisch ich. Und jetzt sollte es um 8 Uhr ist, oder? Abfahrt. Ja, dann habe ich noch ein bisschen Zeit. Dann kümmere ich mich hier rum. Hätten jetzt hier auch zwei Preise angegeben? Nein. Okay. Hätte ja sein können. So. Nein, nicht essen. Kurz hier unten hinschauen. Pilze sind auch noch keine da. Kein Apfel. War das hier? Ja. Perfekt. Das ist ein schöner Baum. Die Prismascherbe umwandeln. Das sollte sich ausgehen, oder? Ja. Ab hier. Pepperoni. So. Und ich glaube, in der nächsten Aufnahmesession
werden wir neue Felder bauen. Bisschen mehr. Weil ich brauche ganz viel. So, das verkaufen wir noch. Hier ist nichts fertig geworden. Nö. Aber die uralten Früchte scheinen bald soweit zu sein. Okay, das. Wir kommen weg damit. Okay. Pam, ich komme. Hi Pam. Du könntest ruhig schneller gehen. Hier hoch, ja, schön. Schneller. Ja, let's go. Jetzt das Galaxy Sword wartet auf mich. Jetzt hoch. Ja. Glitzer. Das Galaxy Sword. Die prismatische Scherbe. Die prismatische Scherbe formen sich vor deinem Auge. Diese Kraft ist überwältigend. Du hast das Galaxy Schwert gefunden. Ja! Galaxy! Wie groß ist der Unterschied? Ja, schon messbar. Aber das wird noch besser. Ja! Okay, jetzt machen wir noch mehr Schaden. Hast du so immer Angebot, mein Freund? Ah, okay, das ist teuer. Und wenn ich schon hier bin, gönne ich mir gleich ein bisschen was. So. Natürlich nur Lehm. Hier. Oh, ich könnte mich zum Meer teleportieren. Ich hole zuerst das ganze Zeug hier. So, das hier. Stein. Sonst sind keine Würmer. So. Weißt du was? Ein bisschen Geschwindigkeit. Ja? Ich muss ins Bettchen, mal vor Streamende. Oh, Lucani, vielen Dank, dass du da warst. Ich habe heute auch extra lang, ne? extra lange Folgen. Deswegen zieht sich's heute ein bisschen. Aber trotzdem, gute Nacht. Bye, bye. Und eine schöne Woche. Vielleicht zieht man sich. Nein, jetzt ist ich das nochmal. Ich wollte ja nur reden. Okay. Hier, Sternfrüchte, Investition. Wird komplett aufgefressen. Danke. Kann ich hier sonst noch was kaufen? T-Shirt. Brauche ich nicht. Danke euch auch. Eine schöne Community. Alle sind nett. Ihr solltet mal reinschauen und abonnieren und liken und so, ja? Nicht vergessen. gut. Danke, Pam. Gut, das gebe ich jetzt noch ab. Habe ich noch was zum Abgeben? Ja, Gas. Gehen wir kurz noch zu Gas.
weil ich bin jetzt eh schon wieder in Überlänge, aber jetzt ist auch egal. Ich bin schon wieder in Überlänge, das kann nicht wahr sein. Hi, Schleimi. Gas hier. Bitte sehr. Ich weiß nicht. Oh, ich sollte noch mit dir reden. Guten Abend, kann ich dir etwas bringen? Mal gucken. Magnet? Nee. Wenn da jetzt noch Geschwindigkeit drauf wäre, würde ich es nehmen. Nö, ciao. Danke. Danke für alles und für nichts. Jetzt würde ich noch gerne zu den Waschbären schauen. Und zu ihren kleinen süßen... Oh, warte mal, ich habe noch einen Kuchen hier. Nimm. Einfach so unterwegs, einfach so einen Kuchen so nimm und glücklich. Waschbärfamilie. Nein, brauche ich nicht. Ah, da reicht eins. Ah, und ich mache mir die Mühe. Das mache ich noch fertig. Das mache ich auch noch fertig. Ist der Weg kaputt? Das mache ich noch fertig. Eier habe ich doch garantiert. Das ist ein Trüffel für den Bürgermeister. So, hier. Eier. Okay. Sollte reichen. So schnell wie möglich. Lauf, Kuchenmann. Ah, ups. Ich sollte hier auch einen schönen Weg hinbauen. Nein, aha. So. Ja, abgeschlossen. Waschbär. Danke, Bom-Bom. Nimm das. Was ist das denn? Du erhältst Waschbär... Waschbärhandbuch? Was bringt mir ein Waschbärhandbuch? Waschbär-Tagebuch. Ein klassisches... Was? Klassischer Hut der Zeiten des Wilden Westens. Ach so. Oh, das ist aber... Oh. Kleiner, ist dein kleiner Bruder gestorben? war das dein kleiner Bruder, den ich gerade da auf dem Kopf habe? ja, gut. Danke. Oh. Das ist ein bisschen böse gerade. Ja. Ich weiß nicht, ich fühle das nicht. Nicht wirklich. Okay, das gebe ich ab. Uiuiui. Vom Fellwechsel, ja, ja. Natürlich, ja, Fellwechsel. Gut. Fellwechsel. Hm? Ich bin mal das ganze Fell abgezogen. Ah, so, sehe ich das irgendwie anderes? Ist das jetzt...
Ich habe da jetzt die Eier in die Kiste getan. Ist da jetzt irgendwas anders? Oder kommt das jetzt irgendwie? Ist da dann später irgendwas? Wahrscheinlich. Sehen wir dann. Aber erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst ein Like und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und was ist jetzt los? Oh! In der nächsten Folge wird es grünen Regen geben. Also lasst ein Like und ein Abo da und vergesst die Glocke nicht, dann verpasst ihr auch die nächste Folge nicht. Hab euch lieb. Ciao, ciao.